Ich freue mich über unseren nächsten Beitrag hier sehr. Friederike Meckel ist Ärztin und Psychotherapeutin und sie hat mit psychoaktiven Substanzen therapeutisch gearbeitet in der Vergangenheit. Ich glaube, so lange, bis es juristische Konsequenzen gab, aber die ganzen Details, die vielleicht kommen die sogar im Vortrag vor oder am Rande. Ah nee, die kommen nicht vor. Die kommen nicht vor. Nicht vor, aber dann habe ich das jetzt deswegen gesagt, dass wenn ihr sie trefft, ihr auch mal danach fragen könnt. Ja? Jetzt geht es doch wohl um dein neues Buch und es geht um das Thema Psychotherapie mit psychoaktiven Substanzen, ja, richtig? Es geht natürlich im Großen um die Psychotherapie mit psychoaktiven Substanzen, aber mein spezielles Thema heute heißt Werkzeuge und Interventionen im Rahmen einer psycholytischen Therapie. Und jetzt fange ich erst mal an. Also, das ist das Thema und was dahinter dann kommt, das bin ich. Und ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein. Und auf meinem Spick steht, sehr geehrte Damen und Herren, und das muss ich jetzt erst mal ändern in liebe Weggefährten, liebe Freunde, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr mir zuhört. Und wer hätte das wirklich vor 20 Jahren zu träumen gewagt, dass es in den Studien tatsächlich mittlerweile bei einigen Substanzen um Phase 3 geht, ist nicht zu fassen. Ich hoffe jedenfalls, der Rick Doblin sagt immer, bis 2020 sei das alles über die Bühne. Ich hoffe, dass das stimmt, denn ich möchte das, was ich damals nicht zu träumen wagte, aber wohl geträumt habe, weil es ja Wirklichkeit wird, wie wir jetzt wissen, dass ich möchte das noch erleben. Nächstes Jahr bin ich 70, also ich habe dann hoffentlich noch alle Tassen im Schrank, dass ich das auch wirklich voll mitkriege. So. Also, für annähernd 10 Jahre habe ich mit, also aus dem All, also annähernd 10 Jahre habe ich im Untergrund illegal, aber im geordnet kontrollierten Setting mit LSD, MDMA, 2CB und Psilocybin psycholytisch, auch das stelle ich neuerdings in Frage, gearbeitet. Und mir lagen natürlich, weil es eben untergrundmäßig war, keine zeitliche Begrenzung vor, mir lagen keine auszufüllenden Protokolle vor. Ich hatte auch keine speziellen Anfordernisse an ein Klientel. Und so setzte sich eigentlich meine sehr heterogene Klientel aus meinen eigenen Klienten zusammen, die in meiner zunächst herkömmlich durchgeführten Therapie und dem holotropen Atmen und allen möglichen anderen Anstrengungen nicht zu solch befriedigenden Ergebnissen gekommen waren, dass sie sagen konnten, ah, jetzt fühle ich mich also wunderbar. Und denen stellte ich dann also diese spezielle Methode vor. Und wenn sie dann zusagten, dann machten sie sich auf den Weg, um eben die Hintergründe oder die Gründe, warum sie da nicht vorangekommen waren, zu erforschen und wirklich mit der Absicht, zu einem besseren Leben zu gelangen. Wir arbeiteten im Wochenendsetting, das heißt, die Leute kamen am Freitagabend, da wurde die natürlich erstmal getroffen und gegessen und dann wurden die Absichtsfragen geklärt und dann wurde auch die Substanzen festgelegt und bei Fortgeschritteneren, die haben dann tatsächlich auch ihre Dosis mit selbst bestimmt, das im Gegensatz zu dem, was gestern gesagt wurde. Also meine Klienten waren da durchaus involviert nach einer Weile. Das Einzelsetting, das Setting sah so aus, dass wir den Aufstieg, also die ersten 90 Minuten, deutlich im introspektiven Liegesetting verbracht haben. Da wurde nicht gesprochen und so weiter. Und dann, wenn wir den Höhepunkt erreicht hatten, nach ungefähr noch eine halbe Stunde Stille, und dann wechselten wir über zum ausdrucksorientierten, prozessorientierten Setting. Das sage ich Ihnen so genau, weil ich über diese Zeit dann auch sprechen werde. Selbstverständlich haben wir die Kriterien der Triade von Substanz, Set und Setting eingehalten. Darüber ist ja in den letzten Tagen genug gesagt worden, Set und Setting, das brauche ich nicht. Und selbstverständlich setze ich in diesem erleuchteten Rahmen voraus, dass Sie über Wirksamkeit, Wirkung und Sicherheit dieser Substanzen Bescheid wissen. Sonst würde man ja ewig reden. Aus sehr bekannten, also aus mir sehr vertrauten Gründen, kommt an diese Stelle der Disclaimer.
Ich betone, dass ich nicht zum Konsum von psychoaktiven Substanzen aufrufe. Und ich lade auch niemanden ein, irgendwelche Gruppen zu machen. Und ich sage das ganz deutlich, damit wer weiß, was auch immer hier sein mag. Und ich sage, dass ich auch nur meine ganz eigenen empirisch gewonnenen Ansichten vortrage, meine Erfahrungen vortrage und meine eigenen Ansichten vertrete. Und alle anderen Menschen können alle anderen Ansichten haben. Ich habe keinen Anspruch auf Alleinigkeit oder so. Was will psycholytische Therapie erreichen? Nun, für mich ist psycholytische Therapie eine Therapieform, an deren Ende der authentische Mensch steht, der mit sich und seiner Umwelt gesund, was für ihn gesund ist und glücklich dasteht. Und Krankheit, wie immer, ob das somatisch oder psychisch ist oder beides, ist für mich auf den Nenner gebracht, ein Abweichen von dieser Balance. Und deshalb denke ich, ist, um den Menschen wieder in diese Balance zu bringen, ein Zeitraum nötig, der nämlich Körper, Geist und Psyche wieder in diesen Einklang, in diese Balance bringt. Das Stichwort dazu heißt gewissermaßen to become someone and somebody again oder auch ausgedrückt wie ein anderer Vortrag von mir ist, remembering of body, mind and soul. Inhaltlich bedeutet das, dass man allfällige Traumata aufarbeiten, also erstmal entdecken und aufarbeiten muss und dass man selbstschädige neurotische Verhaltensweisen erkennen, benennen und verändern muss. Das wiederum heißt, dass man das Geschehene oder das Bestehende konfrontieren muss, es wagen muss, sich mit dem wieder das noch einmal durchzuerleben, damit es der Vergangenheit angehören kann. Und dazu muss man das wagen, also muss sich einlassen in dieses ganze Prozedere. Und das wiederum erfordert, dass man das auch kann, was man will. Also dazu muss man üben, wieder vielleicht erlernen oder neu erlernen, Empfindungen wieder wahrzunehmen, Empfindungen wieder zu fühlen, den Körper wieder als Referenzpunkt zu finden, das dann, was man da wahrnimmt oder fühlt, in Sprache auszudrücken und es dann reflektierend auch zu integrieren. Also ist ein langer Weg. Unter dem Gesichtspunkt eines dergestalt stattfindenden Prozesses und um aufzuzeigen, warum Werkzeuge nötig sind, stelle ich die etwas provokante Frage, was ist denn der Unterschied zwischen der ersten und der 25. Sitzung? Ich lese dazu ein kleines Beispiel. Mein Fudelbuch. Ich befand mich in einem wunderschönen, richtig erfüllenden Zustand, den ich nie, nie mehr danach gehabt habe. Er ist mit Worten nicht zu beschreiben. Es tauchten weiße Gestalten auf, es ging immer höher in große, helle, weiter werdende Räume. Alles war rund, geborgen, aufgehoben, weich, warm. Ich war mit mir. Alles einfach perfekt. Tief bewegt, ich sagte Ja zum Sein. Ich erinnere mich an sonst nichts. Oder aber, ich war geplagt von Angst. Ich bestand aus Angst. Ich hatte eine Menge merkwürdiger Bilder, ein rotes Pferd, einen grünen Hund. Keine Liebe, keine Herzöffnung, sondern direkt in die Panik und in den Schmerz. Liebe Freunde, ihr werdet das alle kennen. Die erste Sitzung ist einzigartig, unvergessen, emotional überwältigend. Bei ihr nehmen Aufklärung, Vorbereitung, der äußere Rahmen und das Kennenlernen einer psychoaktiven Substanz einen wichtigen, ja, den wichtigsten Platz ein. Die Substanz und ihre Wirkung stehen bei einer ersten Sitzung also im Vordergrund. Bei einer 25. Sitzung und darüber, ich habe da so kleine Plus-Plus in meinem Spick, ist die Substanz sehr oft nur noch ein Vehikel. Der eigentliche therapeutische Prozess beginnt meist mit der dritten oder vierten Sitzung, sich zu entfalten.
Es werden mir alle zustimmen, dass es nicht ganz einfach ist, den eigenen Psychotherapeut oder den eigenen Prozess unter dem Einfluss einer psychoaktiven Substanz zu beobachten und auch zu steuern. Das will gemeistert werden. Und Meisterschaft, da sind wir uns sicher alle einig, Meisterschaft braucht Übung. In einer ersten Sitzung kann das deshalb nicht gelingen, dass man das selber steuert und so weiter. Aber in einer 25. kann jeder Teilnehmer durchaus in einer meditativen Grundhaltung still den eigenen Prozess beobachten. Dabei entwickelt sich wie von selbst die Fähigkeit, Prozesse zu Ende zu bearbeiten oder aber auch die Fähigkeit, mentale Alternativsituationen zu schaffen. In meinem Buch habe ich das beschrieben in dem vom Schnupperkursbesucher einer ersten Sitzung zum Hochschulabsolventen. Das ist auch ein Weg und das Bild soll das auch so. Inhaltlich zeigen sich bei einer ersten Sitzung wahrscheinlich wichtige Begebenheiten, die auch zu korrektiven Neuerfahrungen führen, aber eine umfassende Bearbeitung einer möglicherweise auch darunterliegenden Problematik gelingt noch nicht. Mit fortschreitender Selbsterkundung werden die Inhalte nuancierter, die Absichtsfragen für die nächste Sitzung werden präziser und, um Ralf Metzner zu zitieren, je präziser die Frage, umso präziser die Antwort. Ein zentrales Grundthema, das vielleicht in die Therapie geführt hat oder das zu dem Unbehagen geführt hat, das in die Therapie geführt hat, zeigt sich meist jedoch erst wie so ein roter Faden im Laufe eines im Therapieverlauf. Und was aber auffällig ist, ist, dass dieses Grundthema wie in Variationen in unterschiedlichsten Themenbereichen immer wieder auftaucht. Also man kommt dann immer wieder auf das Gleiche. Dann sagt der Patient, schon wieder mein Vater. Ja? Also so, das taucht immer wieder auf. Und ich habe diese Themenbereiche, jetzt muss ich mal drücken, die im Übrigen fast alle Klienten durchlaufen, nicht in dieser Reihenfolge und nicht in der gleichen Intensität. Aber das ist in die Therapie führende Thema. Das ist dann die eigene Biografie mit den Traumata und den Geschehnissen. Das sind dann die Prägungen durch die Ahnen und das, was wir heute als Epigenetik bezeichnen. Das sind psychosomatische Phänomene. Und zuletzt die vorgeburtlichen, also die intrauterinen und die geburtlichen Erfahrungen, die, möchte ich betonen, sehr oft erst in einem späteren Therapieverlauf auftauchen, denn den Abtreibungsversuch der Mutter dann zu erleben, das braucht schon eine gehörige Portion A, Mut und B, auch zu merken, in welchem Zustand man überhaupt ist. Also das kommt meistens erst relativ spät. Mit fortschreitender Sitzungszahl, also eben hatten wir die Frequenz, mit fortschreitender Sitzungszahl ändert sich die Therapeut-Klient-Beziehung. Das heißt, es wird eher zu einer menschlichen Begegnung, wobei ich da hier schon etwas sagen muss, was eigentlich nicht im Protokoll steht, aber mir ist eingefallen, dass ich das sagen muss. Ich habe auch immer selber die Substanzen mit eingenommen, im Gegensatz zu dem, was gestern gesagt wurde zum Therapeuten. Also deshalb ändert sich da in diesem Setting, in diesem mein Setting, ändert sich die Beziehung, die wir untereinander hatten. Im Gruppensetting entstehen natürlich auch Beziehungen und da wachsen Freundschaften und es war auffällig, dass die zunehmend authentisch und emotional offene Art und Weise miteinander zu reden aus den Gruppensitzungen in den Alltag getragen wurde. Viele Erfahrungen können im Alleingang bearbeitet werden, das ist total klar, und zu korrigierenden Neuerfahrungen führen. Ich stehe aber heute hier, um zu Ihnen zu sagen, dass es auch sehr viele Erfahrungen gibt, die sich erst im Laufe der Zeit überhaupt deutlich erfassen lassen und die nicht durch ihr Erscheinen alleine gelöst sind. Und genau diese sind es, die bearbeitet und integriert werden müssen, und zwar auf der Körperebene, auf der emotionalen Ebene und auf der rationalen Ebene.
um nämlich die besagte Einheit von Körper, Geist und Seele wiederherzustellen. Kleiner Exkurs mit der Frage, warum ist das denn nötig, dass wir das tun? Nun, ich bin nur Psychotherapeutin, aber so viel kann ich doch sagen. Körper, Gehirn und Psyche haben unmittelbare Wechselwirkungen zueinander. Und traumatisierende Ereignisse leben im Körpergedächtnis weiter. Vor 10, 15 Jahren war das unmöglich, das zu sagen. Und heute weiß es jeder Mann, aber ich denke, es muss Eintritt in die aktuelle Therapie haben. Diese Körpererlebnisse, diese Körpererinnerung drückt sich somatisch, psychisch oder psychosomatisch aus. Und dann gibt es natürlich mit diesen, vor allen Dingen, wenn die Traumen früh sind, auch strukturelle Veränderungen im Gehirn. Und diese strukturellen Veränderungen im Gehirn schlagen sich dann wiederum in Störungen des Verhaltens aus, in Störungen des Fühlens. Ja, sie prägen sogar die Wahrnehmung und die wiederum führt dann zu Reaktionen und Beurteilungen. Also das Ganze ist wirklich wieder zurückzuführen auf die Körper-Geist-Seele-Einheit, wobei der Körper ein wesentliches Medium ist, um eben zu den psychischen Inhalten zu kommen. Und wenn sich eben diese Traumen auf der Körper- oder psychosomatischen Ebene manifestiert haben, dann zeigen sie Symptome und dann landet der Mensch dann in einer Therapie. Diese sehr unterschiedlichen Bedingungen, die ich nun bei mir vorgefunden habe, haben dann im Laufe der Zeit, wie ja alles in der Therapie prozesshaft ist, diese Werkzeuge entstehen lassen. Also die waren nicht vom Tag eins da. Auch das Setting hat sich total geändert. Ich würde mal sagen, dass ich so im Jahr 2001, 2002 das endgültige Setting, wie ich es dann beibehalten habe, sich so langsam manifestiert hatte und dass ich das dann aber immer weiterentwickelt habe. Aber so hat es dann eigentlich gestanden. Und diese Werkzeuge, die möchte ich Ihnen nun im Folgenden vorstellen. Augenblick, muss ich einen Schluck Wasser trinken. Das erste Werkzeug sind die Substanzen. Es kam MDMA, LSD, 2CB, Psilocybin und auch Ayahuasca, das ich aber nicht selber abgegeben habe, zur Anwendung. Und vom LSD natürlich die Kombination von LSD und MDMA. Die Funktionen der Substanzen definiere ich ganz simpel. Ich beziehe mich auf ihre bewusstseinserweiternde Wirkung. Und da halte ich mich an die Definition von Stan Grof, die ich einfach unübertroffen finde, und auch Ralf Metzner. Sie sind als solche unspezifische Katalysatoren. Sie sind Verstärker der inneren und äußeren Wahrnehmung. Sie führen zur Transformation durch Selbsterkenntnis. Sie öffnen das Tor zum Unbewussten. Mithilfe der psychoaktiven Substanzen können wir das im Unbewussten gespeicherte Material hervorholen und integrieren. Da wollte ich nicht hineinfuschen, das ist so gut. Das zweite Werkzeug ist der Therapeut. Ich spreche auch hier in der männlichen Form. Bitte nehmt mir das nicht krumm, es ist einfach einfacher. Ich bin selbstverständlich Therapeutin, aber der Therapeut. Also der Therapeut ist für das Setting verantwortlich. Er muss gewährleisten, dass der Klient sich jeden Augenblick sicher fühlt. Klammer auf, gestern wurde irgendwann ganz kurz gesagt, dass man sich im Untergrund nicht sicher fühlen kann. Also wir haben uns ziemlich sicher gefühlt. Sogar so sicher, dass wir manchmal vergessen wurde, dass das ganz furchtbar illegal war. Also das sei nur am Rande gesagt. Also der Therapeut ist dafür verantwortlich, dass sich der Klient sicher fühlt. Und es aus dieser Sicherheit heraus wagen kann, was immer auch kommt, anzugucken und er weiß, er ist nicht alleine.
um sich einzulassen, das wissen alle hier im Raum, benötigen traumatisierte Menschen wesentlich länger. Die brauchen erstmal überhaupt nur Beziehung, bevor irgendwas wirklich passieren kann. Der Therapeut fungiert dann als Lehrender. Also das heißt, er bringt im Laufe der Zeit den Klienten bei, wie man mit einer psychoaktiven Substanz isst. Wird ja nicht einfach eingeworfen. Also in meinem Setting habe ich das so ein bisschen gemacht, wie ich das auch gelernt habe. Ich habe während des Aufstieges angeleitet mit Worten zum Beispiel wie mit dem Sein, was ist, nur schauen, nur lauschen, in den Augen, im Augenblick bleiben und immer wieder in die Stille führend. Und man kann ja gewissermaßen wie von außen sehen, wenn die Leute dann wieder so abdriften und dann sie einfach wieder hingeführt, wo man sich dann selber zu führen lernt. Still zu sein, still zu werden, ist ein langer Weg. Weiter gehört dazu, den Klienten, wenn es denn nötig ist, so durch einen Prozess zu geleiten, dass er das hinterher selber kann. Das habe ich gemacht mit Fragen wie, wo bist du jetzt gerade? Was spürst du da? Wo in deinem Körper spürst du das? Und wenn er dann da war, dann habe ich weitergefragt, was nimmst du sonst noch wahr? Und in gewissermaßen immer fokussierter dahin geleitet, wo er sich ja selber hinführte. Also so. Das dient dazu, um den Körper wieder, wie ich vorhin auch schon sagte, als Referenzpunkt für Sensationen und Empfindungen zu benutzen und um den Prozess in tiefere Schichten zu leiten. Als Therapeut bleibe ich präsent die ganze Zeit. Ich bin mit ihm und bei ihm und ich halte das Schwierige mit ihm aus. Also das würde dann ja auch heißen, es geht. Der Bad Trip ist in jedem Fall aufgefangen. Natürlich muss der Klient dazu lernen, auch zu sagen, ich brauche hier mal gerade Hilfe oder ich bin in schwierigen Gewässern. Denn hellseherische Fähigkeiten habe ich jetzt mal gerade nicht. Ich bleibe also in jedem Fall bei ihm, halte das Schwierige mit ihm aus und auch aus diesen Augenblicken muss ich ihn vielleicht auch halten oder Körperarbeit leisten. Ansonsten ist für mich auch in dieser Art von Arbeit sind es die gleichen therapeutischen Aufgaben, die sich sonst auch stellen. Erstmal bin ich da, ich frage nach, ich spiegele, wenn nötig konfrontiere ich auch. Wenn ich das empathisch wohlwollend mache, kann man das sogar ganz gut. Und ich vertrete auch gelegentlich ziemlich heftig meine eigene Meinung. Dann haben wir auch eine gute Reibungsfläche. Natürlich denke ich, ist hier genau das, was in jeder anderen Psychotherapie auch zählt, nämlich die Begegnung zwischen uns beiden ist der eigentliche wirksame Schlüssel. Und der muss stimmen und den kann man auch immer wieder reflektieren oder an den Punkt gehen, wo man sagt, ich gehe mal zu mir und ich mag dich. Einfach so. Dass der Therapeut, ich bin ja beim zweiten Werkzeug, natürlich an sich selber weiterarbeitet, seine eigenen Prozesse in einem für ihn eigenen Setting durchlebt und durchführt und durcharbeitet, ist selbstverständlich. Und dass er sein Können und Wissen vermehrt und nicht stehen bleibt, ist für mich auch eine Conditio sine qua non. Das dritte Werkzeug ist die Gruppe. Ich sagte schon, wir haben mit 16 plus minus Leuten gearbeitet. Im Gruppensetting war es auffallend, dass die Prozesse intensiver ausfielen. Also das war so ein energetisches Phänomen. Dies war natürlich auch durch die Wirkung der Substanzen mitbedingt. Und das Gruppensetting erwies sich auch im Beziehungsalltag der Leute als ausgesprochen, als eine Übungsfläche. Eine Gruppe repräsentiert ja die Welt mit allen ihren wunderbaren Projektionsmöglichkeiten und diese Projektionen, die haben wir also gründlich angeschaut, die haben wir ausgedrückt, geklärt im Miteinander und versucht zu üben, projektionsfrei bei sich selber zu bleiben und zu schauen.
Diese Nähe und Vertrautheit, die in der Gruppe dann aufkam, erlaubte auch eben Konfrontation und Kritik als ganz normale Vorkommnisse im Beziehungsalltag zu erlernen. Und ich war als Therapeutin davon nicht ausgeschlossen, sodass das dann manchmal ganz interessant wurde. Wir haben natürlich die eigenen Wahrnehmungsprozesse selbst beobachtet, da waren wir aber schon ein bisschen fortgeschrittener und haben beobachtet, wie wir wahrnehmen, wie zwischen dem Außen und Innen die Differenz entsteht von uns, also die Wahrnehmung steht zwischen dem Objekt und mir, und wir haben diese Prozesse weiter dahingehend beobachtet, wo wir dann sehen konnten, wie aus diesen ganz, ganz frühen Erfahrungen, die auch auf Körperebene sind, im Mentalen eben Glaubenssätze entstehen, die uns dann unser ganzes Leben typischerweise prägend auch durch diese Brille wahrnehmen lassen. Für den Einzelnen bot die Gruppe natürlich, da war Raum für den eigenen Prozess, der dargestellt, der bearbeitet wurde und der reflektiert wurde. Und während der Einzelarbeit konnten die anderen an dem jeweils aktuellen Thema gewissermaßen innerlich teilnehmen, sodass manche Themen dann schon wie ein Stückchen bearbeitet waren. Aktiv wirkten die Gruppenmitglieder bei der Live Bodywork und bei dem modifizierten Aufstellen mit. Wie ich vorhin schon sagte, das Gruppensetting war jetzt nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen. Manchmal ging es tatsächlich ganz schön hoch her. Aber wir haben uns in dem Sinne nicht gestritten, sondern wir waren wirklich immer in der Lage, uns im Rahmen auch von Auseinandersetzungen zusammenzusetzen. Und meine Autorität war zu keinem Augenblick gefährdet. Also das habe ich doch immer, dafür habe ich gesorgt. Die stärkste prozessfördernde Wirkung, die hat natürlich die emotionale Begegnung. Wie ich den Text bearbeitete, da habe ich hier geschrieben, die Begegnung auf der Herzebene, und dann habe ich gedacht, kann ich das sagen? Wer ist denn wohl alle da? Also ich sage mal, es war die Begegnung auf der Herzebene. Und ich glaube, ich bin in diesem Kreis da wohl verstanden. Das vierte Werkzeug war das modifizierte Aufstellen. Grundlegende Beziehungen werden ja innerlich, räumlich abgespeichert, das wissen wir, und haben auch Wirkung auf der Körper-, Geist-, Psyche-Ebene. Mit dem Aufstellen decken wir Beziehungsdynamiken auf, meistens natürlich dysfunktionale Beziehungsdynamiken. Und es werden beim Aufstellen, ich nehme mal an, dass ihr das alle kennt, deshalb mache ich es nur kurz, beim Aufstellen werden ja mentale, körperliche und emotionale Reaktionen wahrgenommen. Die werden dann ausgesprochen. Und über das Aussprechen, sowohl bei Protagonist als auch beim Klienten selber, werden primäre Gefühle, weil es ja Wahrheiten sind, die da gespürt werden, werden primäre Gefühle ausgelöst, und das kommt zu heftigen Reaktionen. Modifiziert heißt hier, dass wir nicht im Raum rumgegangen sind und richtige Aufstellungen gemacht haben, sondern ich habe nur jeweils kleine Ausschnitte genommen, Mutter und Tochter oder Vater und Sohn und so weiter. Und auf diese Weise haben wir die Beziehungen gewissermaßen live bearbeitet, und eine abschließende Umarmung oder körperlich von der Mutter gehalten zu werden, was lang ersehnt war, das konnte dann den körperlichen Bezug zu diesem Gefühl, endlich gehalten zu sein, herstellen und das Aussprechen. Ich liebe dich so, Mutter, oder ich war so traurig. Das gibt dann wie nochmal die rationale Einbindung in das Geschehen. Wir haben natürlich im Laufe der Zeit immer mehr aufgestellt, also zunächst mal nur die Eltern und dann die Großeltern haben damit epigenetische Phänomene untersucht. Zu späteren Zeitpunkten haben wir sogar abgespaltene Persönlichkeitsanteile aufgestellt, wenn jemand sagte, ich spüre das gar nicht, und die anderen sagten, ja, ich sehe es aber doch.
Also wir haben das innere Kind aufgestellt, wir haben Situationen aus dem Berufsalltag aufgestellt. Wir haben auch mit den Auswirkungen sexueller Übergriffe gearbeitet in der Aufstellungsarbeit. Also wirklich viel, und es wurde auch immer interessanter. Ich gebe Ihnen also ein ganz kleines Beispiel. Eine Frau erkannte, kam völlig überzeugt aus dem Aufstieg raus und sagte, ich muss meinen Sohn loslassen. So, und dann habe ich gesagt, ja, dann wollen wir mal gucken, wie das so ist mit dem Sohn. Und dann hat einer den Sohn dargestellt, und dann stellte sich heraus, die Mutter sagte, ich lass dich los. Und da sagte der Sohn, ja, ja, das sagst du schon seit 15 Jahren. Ich bin sogar schon in den Keller gezogen, aber du lässt mich ja gar nicht los, du kannst mich gar nicht gehen lassen. Und dann haben wir den Prozess verlangsamt, und dann stellte sich eben heraus, der Sohn hatte den Eindruck, er muss die Mutter beschützen. Sie werden das alle kennen, ihr werdet das alle kennen. Und dann ging es tiefer hinein, und dann kamen wir zu der Paargeschichte, und das Elternpaar hatte sich getrennt, wie der Sohn ungefähr 5 war. Der Sohn hatte folgerichtig den Platz des Vaters eingenommen. Und dann stellte sich weiter heraus, das funktionierte aber immer noch nicht, stellte sich heraus, die Frau war nicht in ihrer Frauenrolle angekommen. Und da mussten wir erstmal ein Thema mit der Mutter klären, das haben wir dann auch gemacht. Und als diese Frau, die ihren Sohn loslassen wollte, und sie hatte das wirklich gesehen und den wirklichen Herzenswunsch gehabt, ich will dich loslassen, nach dieser Arbeit konnte sie dann sagen, und ich lasse dich jetzt los. Und dann war es für den Sohn leicht, der konnte dann tatsächlich gehen. Ich bin bei den Werkzeugen. Das fünfte Werkzeug ist die Life Bodywork. Die Grundprinzipien dieser Arbeit stammen aus dem holotropen Atmen. Das habe ich 1991 bei Stan Grof abgeschlossen und da schon so die ersten Versuche mit dieser Arbeit gemacht. Und die Bezeichnung drückt aus, dass ganz spontan mit dem gearbeitet wird, was sich auf der Körperebene zeigt. Was immer sich auf der Körperebene zeigt, das werdet ihr wissen, fühlt sich an wie as if now. Und es hat meistens Überlebenskampfcharakter. Weil die einzig verlässlichen Erinnerungen, ich wiederhole das nochmal, die dem Bewusstsein nicht zugänglich sind, auf der Körperebene zu finden sind, wollen wir deshalb mit dem Klienten durch das Körpergefühl hindurchgehen, damit er, weil er ja auch auf der Sitzung einen rational selbstreflektierenden Ich-Anteil hat, damit er das bewusst durchleben kann, um das Geschehen dann der Vergangenheit anvertrauen zu können. In dem Satz, wie es war schlimm und es ist vorbei. Ging auch oft bei Dissoziationen darum, dass zunächst mal der Schock aufgelöst werden musste. Also der Augenblick, wo dann gar kein Gefühl ist, sondern wo nur dieser Freeze war, die Unversehrtheit der Freeze und danach dann eben die Dissoziation. Und das haben wir wirklich gemacht, indem der Klient genau an den Augenblick gehen konnte, wo das Ereignis stattfand, und er gewissermaßen merkte, da. Und dieses war dann oft verbunden mit starken Körperbewegungen, mit Struggle, die oftmals nicht vollendete Bewegungen vollenden konnten. Also ein Schrei, der damals nicht geschrien werden konnte, ein Strampeln, was nicht stattfinden konnte, Treten, was immer, sich wehren und so weiter. Ich lese dazu ein kleines Beispiel. Beim Aufstieg, es war die circa 12. Sitzung, bekam ich plötzlich Angst, ich würde nicht mehr atmen. Ich war durcheinander, mir war zum Erbrechen unwohl, ich fühlte mich ganz alleine und dachte schon, jetzt bin ich wieder in meinem typischen Zustand. Ich gehöre nicht dazu, ich kann gar nichts, was mache ich hier überhaupt? Dann habt ihr mich in eine Decke gepackt und ich war im Uterus. Ich musste da hinaus. Spürte die grauenhafte Enge und spürte den Druck vor allem auf meinem Kopf. Du hast mich angefeuert zu kämpfen.
Ich war froh, dich zu hören und zu reagieren. Ich schrie, wusste nicht, wo oben und unten war, strampelte, kämpfte um mein Leben. Es blitzte der Gedanke auf, du stirbst. Dann endlich ist der Druck weg. Ich bin da, ich atme. Du hältst mich im Arm, schaust mir in die Augen. Ich bin völlig klar, ich darf da sein und du freust dich über mich. An diesem Beispiel könnt ihr die Vorgehensweise sehen. Wir haben also, ich sah es, bitte fragt mich nicht, woran ich das gesehen habe. Ich kannte natürlich die Geschichte der Klientin. Ich frage auch immer in der Therapie nach dem Geburtsmechanismus, weil das tut man als alter Holotroper so. Und ich hatte sie schon mehrfach in so einem dusseligen Zustand erlebt und den konnte den nicht einordnen. Aber diesmal konnte ich so auch so an den Grundbewegungen so ein bisschen merken, dass ich da was bewegen wollte. Und so bin ich darauf gekommen. Also wir haben dann Decken über, wie im Holotropen atmen, die Decken drüber mit verschiedenen Körpern, den Uterus, ich vorne die Mutter. Und dann haben wir wie das Geburtsgeschehen mit einem ordentlichen Druck von hinten sie mit dem Kopf durchgehen lassen. Danach war die Frau übrigens nie mehr auf der Sitzung in einem dusseligen Zustand. Das war jetzt ein Beispiel für eine spontane Live-Bodywork. Wir haben das aber auch gezielt gemacht, wenn zum Beispiel jemand ein Geschehen wusste und sagte, ich komme aber nicht ans Gefühl. Einer sagte mal, ich weiß, was ich jetzt sagen müsste, aber es kommt nicht. Ich weiß, was ich fühlen müsste, es kommt nicht. Es war einer, der war auf dem Schulhof verprügelt worden und der Kollege, der ihn verprügelt hat, hatte ihn gewürgt und der muss wohl ganz kurz das Bewusstsein auch irgendwie verloren haben und der war in diesem dissoziativen Zustand. Ich sage nur ganz vage, wir haben das Geschehen auch nachgestellt und es hat 2 oder 3 Mal gedauert, weil man sich natürlich nicht wagt, jemanden zu würgen, wirklich gedauert, bis er an das Gefühl kam, Mensch, ich sterbe und dann merkte, jetzt kann ich wieder atmen. Also der hatte wie ein halbes Leben lang im halbbewussten Zustand, ich kann nicht richtig atmen, gelebt. Also das war dann gezielt. Das braucht natürlich vom Klienten großes Vertrauen, Mut und auch Erfahrung. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich die richtige Folie. Ah doch. Das 6. Werkzeug ist die Musik. Die hätte eigentlich an erster Stelle kommen können, aber das waren logistische Gründe, warum die hier steht. Weil Musik ist ein essentielles Werkzeug. Ihr wisst. So. Es ist essentiell und es spricht ja. Die Musik spricht direkt die emotionale Ebene an und löst innerhalb Sekunden starke Emotionen und komplexe Erinnerungen aus und führt dann zu wirklich tiefgehenden Prozessen. Es gibt ja die unterschiedlichsten Musiksettings und ich behaupte wirklich nicht, ich hätte den Stein der Weisen gefunden. Ich kann nur sagen, wie ich es gemacht habe. Ich habe ja auch unterschiedliche Settings erlebt und habe zu unterschiedlichen Zeiten meiner psychonautischen Entwicklung das auch unterschiedlich wahrgenommen. Also von daher, ich sage jetzt einfach mal nur, wie ich das so sehe. Ohne Musik geht ein Anfänger ziemlich rasch verloren. Also der braucht das. Ein etwas erfahrenerer Teilnehmer kommt auch mit ein bisschen weniger Musik aus und kann damit unter Anleitung dann schon so ein bisschen in der Balance bleiben, wieder in die Stille gehen oder versuchen, an seinem Thema zu bleiben, je nachdem. Während sehr erfahrene Teilnehmer möglicherweise die Musik als die Stille störend empfinden. Also das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Ich wählte also die Musik nach Beendigung oder Festsetzung meines Settings so aus, dass am Ende 4 bis 6 Stücke für den 90-minütigen Aufstieg blieben. Und zwar setzte ich die Musik ein, gemäß dem choreografischen Bogen der Substanzentfaltung folgend und damit die Substanzentfaltung gleichzeitig unterstützend. Das heißt also ein Anfangsstück und dann ein zweites Stück, das ein bisschen
etwas dissonant, arrhythmisch ist, aber mit einer Harmonie endet. Und letztendlich wird dann ja die Musikauswahl auch nicht nur vom Erfahrungsgrad der Leute abhängig, sondern auch von der Substanz. Also das muss sehr individuell gehandhabt haben werden und braucht auch eine Menge Übung. Also bei Anfängern habe ich wenig evozierende Musik gespielt, aber Klammer auf, nur Kuschelmusik bringt es auch nicht an den Tag, das Thema. Also wenig evozierend, aber trotzdem in einer gewissermaßen lenkend, aber doch nicht zu sehr. So. Bei erfahrenen Teilnehmern kann man vor allen Dingen so mit einem zweiten, dritten Stück mit Dissonanzen und fehlendem Rhythmus, so Tergerübdal oder Giga, kann man dann doch sehr gezielt unangenehme oder schwierige Situationen und Gefühle hervorrufen, die man dann aber mit guten Harmonien auch wieder schließen kann. Also ihr hört, das ist sehr individuell. Hängt also einerseits von der Substanz ab, die Auswahl. Die Auswahl ist vor allen Dingen im Höhepunktstück zwischen MDMA und LSD sicherlich sehr zu unterscheiden. Das LSD verträgt auch mal ein pompöses Stück, während das MDMA lieber ein sehr sanftes, vielleicht nur einen Gong oder eine indische Flöte oder so etwas hat. Aber die Geschmäcker sind unterschiedlich. Musik ohne Worte lässt dem Klienten natürlich den eigenen Assoziationsweg. Musik mit Worten, die man aber nicht versteht, hingegen ist wunderbar, gerade wenn ein Mann und eine Frau vielleicht abwechselnd singen, da kann dann genau das hineingehört werden, was gerade das Thema ist und wirkt also wunderbar. Musik mit verständlichen Worten wirkt dann eher auch triggernd und führend und kann aber auch sehr gezielt eingesetzt werden. So sehr ein Musikstück allgemeine Gefühle erzeugen kann, so sehr ist doch die individuelle Reaktion auch sehr unterschiedlich. Ich erinnere mich, ich hatte mal so richtig schön ausgewählt ein sakrales Musikstück und eine Klientin in diese Stille hinein kriegt einen Wutanfall, der sich gewaschen hat, und sie war durch diese sakrale Musik an einen Übergriff durch einen Geistlichen gekommen. Also das einmal zu einer individuellen Reaktion. Bei der, wenn die dann da war, habe ich mit sakraler Musik dann immer ein bisschen mich zurückgehalten. Ich setzte Musikstücke natürlich auch gezielt ein, um zum Beispiel ein Thema zu vertiefen oder um einen Prozess zu beenden. Ja, und ganz besonders beliebt war, wenn ich am Ende einer Sitzung, wenn wir so im Absteigen waren, jedem Teilnehmer ein Lied mit auf den Weg gegeben habe. Ich zitiere da mal: Besonders schön war immer für mich, wenn du gesagt hast, jetzt spiele ich dir mal ein Lied. Das hieß für mich Familie, aufgehoben sein, dazu zu gehören, etwas ganz Persönliches zugedacht bekommen. Ein heilendes Geschenk. Ich fasse zusammen, das sind die Werkzeuge. Und ich betone nochmal, selbstverständlich kann eine Substanz auch ohne therapeutische Intervention zu tiefen Einsichten führen, wichtige Dinge hervorholen und korrigierende Neuerfahrungen bewirken. Das ist ganz klar, das stelle ich nicht in Frage. Und in sehr hochdosierten ersten Sitzungen hat man diese Effekte, gerade mit den mystischen Erfahrungen, die Peter Gasser gestern erwähnte, auch ganz sicherlich. Und die sind vom Feinsten, und das schätze ich sehr, dass das auch so gemacht wird. Mit zunehmender Sitzungsfrequenz verschwindet jedoch der Ersteffekt. Und wie ich schon sagte, der Prozess wird damit wichtiger, rückt in den Vordergrund,
Und über dieses Phänomen, dass der Prozess in den Vordergrund kommt, verstärken sich eben die Themen. Und die Themen brauchen zum Teil Therapie, therapeutische Interventionen und damit Werkzeuge. Die Substanz, die Therapie und die übrigen Werkzeuge interagieren miteinander. Darauf möchte ich noch hinweisen. Die wachsende Fähigkeit des Klienten, mit einer Substanz zu sein, verstärkt den Effekt der Substanz. Man kann also zum Beispiel weniger geben und zu gleichen Höhen kommen oder mehr geben und zu tieferen Einsichten kommen. Wenn die Substanzen verstärkt sind, führt es eben zu tieferen Einsichten und so erhöht sich nochmal die Effektivität der Therapie. Und die gelernte Achtsamkeit, die geübte Achtsamkeit verhilft der Aufstellungsarbeit und der Live-Bodywork zu intensiveren Prozessen, was wiederum die Therapie bereichert und die Werkzeuge selbst verfeinert. Natürlich führt die psycholytische Therapie nicht schneller zum Ziel, das haben wir gestern auch gehört, aber sie erreicht doch andere, tiefere Schichten und ich halte sie für nachhaltiger. Die Werkzeuge, die ich Ihnen hier heute vorgestellt habe, waren für uns Wegbegleiter, die immer wichtiger wurden und immer feiner wurden. Manchmal streckte einer auf und sagte, also das möchte ich unbedingt aufstellen. Das muss ich aufstellen. Oder man sagte es manchmal schon vorher, ich möchte das dann, wenn ich wirklich geöffnet bin, sehen. Die erste und die 25. Sitzung ist je ein Schritt auf dem Weg zur authentischen Persönlichkeit. Und ganz am Ende möchte ich Ihnen sagen, das wichtigste Werkzeug sind die menschlichen Begegnungen und das Vertrautsein und das Einander mögen und vertrauen und im menschlichen Gegenüber sein. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Dein Applaus. 12 Uhr steht im Programm jetzt, was macht eine gute Ayahuasca-Erfahrung auch? Wir haben ja ein 15-minütiges Delay, das heißt, du hast noch ein bisschen Zeit für Fragen. Und ich habe jetzt gerade von dem Raum drüben gehört, da gab es noch ein technisches Problem. Wir sind jetzt bei 20 Minuten Delay, was wir aber mit der Mittagspause gleich ausgleichen. Aber damit es parallel läuft, weil Menschen ja wechseln wollen, verschieben wir jetzt also Jens Kunig und Caroline Drostal von 12 Uhr auf 12.20 Uhr. Und jetzt wäre noch Raum für Fragen, wenn du noch Atem und Energie hast. Das sieht doch so aus, ja? Jetzt habe ich mich mal gerade eingeredet. Sie ist jetzt mal gerade warm geworden, sagt sie. Ihr stellt die Fragen laut und ich wiederhole sie. Fluchtartiges Verlassen des Raumes. Sie hatten ja so ungefähr von 25 Sitzungen gesprochen oder auch mehr. Was ist so eine durchschnittliche Zahl an Sitzungen gewesen, die gewünscht war oder die Sie angeregt hätten? Also die Leute sind dann nach einer Weile nicht mehr gegangen. Also es haben ganz wenige sind gekommen und haben nur das Problem bearbeitet und gesagt, dann für mich ist gut. Die meisten sind eigentlich geblieben und haben dann im Laufe der Zeit sich, auch wenn das Problem zu bearbeitet schien, sind sie doch auf neue Schichten und neue Fragen gekommen. Und ich würde aber mal sagen, so, ich meine, 25 Sitzungen, da ist man ja schon bald 3 Jahre dran. Also wenn man mal sechs Sitzungen nimmt, dann also 4 Jahre. Ja, also vielleicht auch häufiger. Also ich denke so 3 bis 5 Jahre. Mit regelmäßigen Sitzungen, so ab 2 Monatsabständen und so. Das war so das Gängige. Und dann gab es natürlich die Fossile, die einfach nicht weichen wollten. Ne? Die fanden das so toll, ja. Und dann ging es ja auch in spirituelle Dimensionen, ja. Vielleicht. Gab es mal Zwischenfälle? Wie schätzen Sie das ein? Gab es mal eine Situation, wo Sie das nicht mehr psychotherapeutisch handeln konnten? Nein. Friederike, ich wiederhole die Fragen nicht wegen deiner Verständlichkeit, damit sie auf der Videoaufzeichnung sind. Die Frage, sind mal andere Medikamente zum Einsatz gekommen? Ich sag mal.
Kurz gefasst, gab es Zwischenfälle? Nein, also tatsächlich nicht. Es sind nie andere Medikamente, zum Beispiel Valium oder sowas. Ich meine, ich muss dazu sagen, wir waren eine Truppe. Die Gruppe war am Ende ziemlich stabil, also eine ongoing group mehr mit gleichen Teilnehmern. Ich hatte zwei Gruppen, eine fortgeschrittene und eine etwas jüngere, wo die Teilnehmer ziemlich regelmäßig da waren. Es war vom Klientel her eine sehr gut ausgebildete Gruppe. Wir hatten immer noch einen zusätzlichen Arzt dabei. Und ich muss auch sagen, ich habe so dosiert, dass da eigentlich nichts passieren konnte und kannte die Leute gut. Und ich hätte auch nie Valium oder Ähnliches benutzt, weil ich nicht nur vom Stan Grof weiß, dass das ja nur den Prozess stoppt, aber nicht bearbeitet, ja, und das wäre mir zu gefährlich gewesen. Nein, also wir hatten wirklich keine Zwischenfälle. Fragen? Da? Entschuldigung, ja? Ich hätte gern gewusst, wer diese Arbeit jetzt noch anbietet. Die Frage, ich glaube, nicht ganz ohne Humor gestellt, lautet, wer bietet diese Arbeit jetzt noch an? Ich, also ich nicht. So, aber jetzt... Soll ich dir helfen? Was würde mein Lawyer sagen, wenn der mich jetzt hörte? Also ich denke... dass es einen Untergrund gibt, der ganz schön gut arbeitet und dass da auch eine ganze Menge verantwortlicher Leute sitzen. Und mein Mann ist auch Lawyer. Da brauche ich immer welchen, weil das sind ganz, ganz schwierige Fragen, ja, wirklich schwierige Fragen. Ich darf ja keine Reklame machen. Aber ich bin sicher, dass es wirklich in meiner Wahrnehmung gibt es ein ganzes Netz, das wie unten drunter ist und wo wirklich auch gut gearbeitet wird. Und ich glaube, man muss suchen wie verrückt, ausprobieren wie verrückt. Ich bin in den jungen Jahren rumgefahren, das kann sich kein Mensch vorstellen. Aber irgendwann bin ich da angekommen, wo ich ankommen musste. Ist das genug an Antworten? Wunderbar. Und ich glaube, der Ball geht zurück an euch. Es ist an euch, ja, diese Situation zu ändern, dass wir nicht einfach die guten Leute hier in der Umgebung empfehlen können. 5-6 Jahre, sagen die Optimisten, ja? Ja, ja, ja. Da hinten war eine Frage. Ja, Sie haben Meditationstraining nicht explizit als Werkzeug erwähnt, aber Sie haben auch die Achtsamkeit angesprochen. Ja. Können Sie vielleicht kurz zum Thema Meditation ja. sprechen? Ja. Ja. Die Frage richtet sich nach dem Zusammenhang zwischen Meditation ja. und dieser Arbeit. Also da möchte ich tatsächlich auf den Franz Vollenweider in Zürich verweisen, der gerade eine große Studie, der Peter könnte das eigentlich noch fast viel besser erzählen, aber ich versuche es mal so gut und du korrigierst mich, wenn ich es falsch sage, ja. Der führt gerade eine große Studie durch mit sehr fortgeschrittenen Meditationsschülern und in seiner Studie, in seiner Psilocybin-Studie hat er eine Gruppierung gehabt, die vorher Achtsamkeitstraining nach Kabat-Zinn gemacht hat. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe das auch gemacht und habe eigentlich erst im späteren Verlauf, weil mein Fall ist ja jetzt schon 7 Jahre her, dass ich da gefangen wurde. Und wir haben das da schon gemacht und auch in der Erstausbildung so Ansätze des Stillewerdens gelernt. Also das ist super zu tun, weil es den Prozess selbst fördert und die Integration fördert. Ja, ganz tolle. Vielen Dank für den Hinweis. Da hinten die Hand und dann, oder erst Sie, ja, und dann dahinter. Ich habe noch eine Frage, die Atemsitzungen, die Sie angeleitet haben, waren die Untersubstanzen oder außerhalb? Waren die Atemsubstanzen
Die Atemsessions mit Substanzen oder ohne? Die Atemsessions waren immer ohne Substanzen. Die habe ich 25 Jahre lang durchgeführt und habe da ganz, ganz viel für die psycholytischen Sitzungen gelernt bei. Ja, weil ich habe sicher 6.000, 8.000 Menschen in geänderten Bewusstseinszuständen ohne Drugs gesehen und super. Ich weiß nicht, ob ich unter einer Substanz vertieft atmen würde. Habe ich auch ehrlich gesagt nie ausprobiert, habe ich mich nicht getraut. Dahinter? Ja. Jetzt direkt dahinter? Sie meinen, dass Sie bei den Sitzungen die Substanzen selbst auch mal genommen haben. Wo sehen Sie da den Hauptvorteil und sehen Sie da auch vielleicht Nachteile, weil bestimmte Fähigkeiten nur eingeschränkt funktionieren? Wo ist der Vorteil, wenn der Therapeut mitreist und gibt es auch Einschränkungen? Vielen Dank. Der Vorteil liegt da, dass nach meiner Erfahrung bitte, ich den Klienten wirklich, wenn ich in einen ganz zentrierten Zustand gehe und keine, eigentlich nur ein offenes Gefäß bin und keine eigenen Emotionen dazu habe, sondern mehr in eine wahrnehmende, empfangende Position gehe, dass ich dann wirklich den Klienten an der Stelle abholen kann, wo er ist. Und das kann ich, wenn er in einem erweiterten Bewusstseinszustand ist und ich bin in der sogenannten Normaltrance, ja, dann kann ich den nicht erreichen. Da kam ich mir, ich habe das anfangs ausprobiert, kam ich mir immer vor wie ein Fremdkörper. Und dann habe ich mal ich weiß gar nicht, im Fernsehen oder so, haben wir eine Sitzung gesehen von einem berühmten Mann, der sich unter LSD filmen ließ, und die Fragen des Therapeuten, die waren so unmöglich, dass ich gedacht habe, das möchte ich nicht, um Gottes Willen. Ja? So, jetzt ist das natürlich wirklich eine Übungsfrage, und ich muss auch sagen, in den Anfängen, also da gab's ja, hatte ich den Computer noch nicht, da musste ich die CD aufmachen, da musste ich die in das Ding da rein befördern, ja, die Stelle finden, wo das ist und so weiter. Das musste man lernen, und dann habe ich so ganz langsam gelernt, wirklich in der Balance zu sein, das aufzumachen, ganz ruhig einzulegen und so weiter. Wie ich immer balancierter damit wurde und geübter wurde, habe ich dann hinterher die gleiche Dosis eingenommen. Sicherlich nicht mehr. Ja, Wolf Mirko? Ich habe nur eine Ergänzungsfrage dazu. Machen Sie da einen Unterschied zwischen MDMA zum Beispiel und LSD? Weil zum Beispiel mit MDMA ist man ja sehr zugewandt, empathisch. Bei LSD kommt man ja zum Beispiel auch viel schneller in eigene Prozesse. Gibt es da für Sie als Therapeutin, wenn Sie also mitreisen, einen Unterschied? Die Frage lautet, machen Sie einen Unterschied zwischen MDMA und LSD in dieser Frage des Mitreisens? Also in meinen Hochzeiten hat mir das keinen Unterschied gemacht, wie ich ziemlich oft was genommen habe. Ich glaube, wenn ich das heute täte, müsste ich das erst mal wieder üben. Ja? Man kommt ja ein bisschen aus der Übung. Ja, da. Erstens auch dazu, mit welcher Dosierung haben Sie gearbeitet, bei sich und bei Patienten? Und zweitens haben Sie teilweise auch bewusst eine andere Substanz als der Patient genommen, dass zum Beispiel Sie über MDMA und Patienten LSD oder Salz gegeben haben? Ist die Frage nach der Dosierung bei der Arbeit und ob Sie eine andere Substanz zur Begleitung eingenommen haben? Okay. Ich habe nie eine andere Substanz eingenommen. Also wir haben immer alle im Raum die gleiche Substanz eingenommen. Da war mir durcheinander zu groß. Ja? Und ich bin etwas zwanghaft strukturiert. Ich habe bei Anfängern mit MDMA immer in der Einzelsitzung mit 90 Milligramm angefangen. Später habe ich dann im MDMA 120 bis maximal 130 gegeben. Ich habe im LSD das LSD zunächst immer adjunkt gegeben zum MDMA, also 50 Mikrogramm LSD zu einer Normalportion MDMA. Das habe ich dann auch zum Teil mit dem 2CB so gemacht. Dann habe ich im Allgemeinen das LSD bei 150, 200. Und wir haben uns aber auch schon mal mit der sehr fortgeschrittenen Gruppe, wo wir dann die Wahrnehmungsprozesse beobachten wollten, haben wir auch mal 300 Mikrogramm genommen, aber immer auf Ansage, wobei dann die etwas Empfindlicheren ein bisschen weniger kriegten. Also das haben wir schon, ich konnte dann hinterher auch sagen, der oder die geht mit 200 so hoch und der braucht, um so hoch zu kommen, 300. Ja, also das haben wir dann schon sehr fein austariert. Ja. Dann würde ich gerne noch eine Frage zum Abschluss zulassen. Eine Nachfrage.
Ja, hier vorne. Sie haben gesagt, diese 25 Sitzungen gehen über ein Prozess von 3 bis 5 Jahren und die Sitzungen finden in 2 Monatsabständen statt. Und innerhalb von diesen 2 Monaten, wie viele Treffen gab es dann dazwischen oder gab es da keine? Die Frage lautet, gab es Treffen zwischen den Sitzungen? Die Klienten waren alle in meiner fortlaufenden Therapie, sodass diese Sitzungen wie eingestreut waren. Und es gab auf jeden Fall immer eine bis 10 Tage vor der Sitzung eine Einzelsitzung. Dann gab es die Sitzung und dann gab es meistens nach einer Woche oder so, ja, gute Frage, danke, eine Nachsitzung, wobei die ganz Fortgeschrittenen dann vielleicht nur 2-mal zwischen den Sitzungen kamen und die noch Anfänger waren, kamen dann alle 14 Tage oder so. Aber ist ja klar, ich habe nicht so sehr über die Integrationsarbeit gesprochen. Natürlich ist die Integration das Allerwichtigste. Die erste Integration ist die Arbeit auf der Sitzung selbst. Das zweite ist natürlich das Sharing am nächsten Tag. Das dritte ist das Protokollschreiben, das war die Eintrittskarte für die nächste Sitzung. Dann gab es eine Sitzung nach der Therapie, das war der vierte Integrationsschritt. Und natürlich das Leben draußen, der fünfte. Und der geht natürlich über ziemlich lange Zeit. Also danke schön, dass du mich darauf hinweist. Ja, dann bedanken wir uns vielleicht nochmal mit einem Applaus für den sehr lebendigen Vortrag.